So, und jetzt steig aus. Was? Du hast mich schon verstanden. Du drehst jetzt völlig an. Wo soll ich hin? Das ist mir scheißegal. Ich halt's nicht mehr aus. Und was ist mit der Blume? Was? Ja, was ist mit deiner scheiß Blume? Tja, pflanz in deinen Garten von mir raus. Und jetzt steig aus. Ich will einfach nur, dass unser Kind einen Platz zum Spülen hat. Und ich will mir nicht immer Sorgen machen, dass irgendwer zusammenfährt. Müssen wir jetzt schon wieder drüber diskutieren? Du verstehst mich ja sowieso nicht. Ja, das müssen wir. Weil wenn ein Kind in der Stadt groß wird, dann wird's ein gestörter Psycho. Er wird sicher kein gestörter Psycho. Was ist denn los mit dir? Du bist doch auch in der Stadt aufgewachsen. Ja, so gesehen können sie recht haben. Er? Er. Das ist immer nur so ein bisschen die Geschichte bei mir. Weißt du? Wenn ich dann einmal einen Abend frei habe, dann möchte ich einen Film schauen. Naja, ist doch so. Ja, komm, und wenn ich was anderes mache, ja, das ist ein Film, den ich weniger sehe. Das ist alles ja, Lebenszeit. Nein, das ist ja lächerlich. Nein, das sind ist ein Ausreden. Nein, komm, Gott, draußen auf dem Mauerbach vom Keller, da komme ich nie wieder heim. Wenn da länger als bis 12 bleibt, komme ich nie wieder und heim. Und schon wieder eine Ausrede. Ausrede und ein Nudelbrett. Im Endeffekt, ja, ja. Man, du tust alles, dass du nicht aus deiner Wohnung raus musst. Man, wann warst du das letzte Mal wirklich mit uns gescheit auf der Presse? Gescheit fort? Das schaut ewig aus. Ja, das ist mir wurscht. Ja, es ist der wurscht, aber es sollte nicht wurscht sein. Überleg einmal, da warst du in dieser endgeilen Stadt, das ist alles super. Ich muss erst einmal eine halbe Stunde mit dem Bus fahren, dass ich überhaupt nach Hütteldorf komme und dann mit der U4 weiter irgendwo in die Stadt rein. Und du fährst zweimal hin, bist bei der BIM und die fährt dann irgendwo in die Stadt und du bist gleich bei der grellen Forelle oder so. Es ist doch super. Oh je, ja, ja. Ja. Schnaust du mal, ne? Ja, sicher. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich weiß, es ist hart. Er passt halt einfach besser auf die Rolle. Und da kommst du jetzt drauf, einfach so? Das Ganze ist ja nicht nur meine Entscheidung. Wessen Entscheidung? Es geht halt alles von der Produktion aus. So, von wem? Hm? Das kann ich dir nicht sagen. Was ist denn das für ein Kindergarten hier? Und wenn ich nicht aus dem Vertrag gehe? Schau, das ist... Vielleicht ist es so, dass morgen einer für mich kommt, der mich ersetzt. Ach komm, für dich doch nicht. Du machst alles richtig hier. Du lieferst genau den mittelmäßigen Scheiß ab, den alle hier erwarten. Schau, das heißt nicht, dass wir nie mehr zusammenarbeiten können. Komm, hör doch auf mit deinen Scheiß Ausreden. Wenn du dich nicht beruhigst, dann kann ich dir nicht helfen. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Sascha, jetzt... Fick dich, Frank! Meinen Fans wird das nicht gefallen. Das wird Mails geben und Presse. Und Shitstorm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Brühl ist viel bekannter als du. Und viel beliebter. Gribi zināt, ko es daru, ja? Drikst iepazīstināt mūsu cimtā. Šeit mums ir Māris. Tas ir Māris. Un te tā ir Ieva. Labdien! Labdien. Ta ir mamma. Tas te? Tas ir tavs. Dedi Adam.